Zahlreiche Städte und Landkreise haben alle Hände voll zu tun, die Inzidenzwerte in den Griff zu bekommen. Neben Hildburghausen in Thüringen ist das bayerische Passau nun Corona-Hotspot in Deutschland. Die Stadt zählt knapp 440 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen. Jetzt gelten hier strenge Regeln. Das erste ist einmal eine Ausgangsbeschränkung, sodass man nur noch mehr außer Haus gehen darf, zum Einkaufen, in die Arbeit zum Gehen, zum Doktor zum Gehen oder Verwandte zum Besuchen. Natürlich darf man auch Freizeit spazieren gehen und so darf man alles machen. Aber man darf sich halt nicht mehr mit Freunden da irgendwo treffen. Erst wenn die Inzidenz unter 300 fällt, kommen Lockerungen in Frage. In anderen Teilen Deutschlands wird geshoppt, rausgetragen und verglichen. Die Black Week-Tage dürften dem Einzelhandel nach trüben Monaten mit Umsatzrückgängen bis zu 60% durchaus eine kleine Verschnaufpause verschaffen. Doch auch wenn es hier nicht so aussieht, die Corona-Krise schlägt sich deutlich auf die Einkaufspläne der Deutschen vor Weihnachten nieder. Jeder Vierte will laut einer Umfrage des Instituts CIVAI weniger Geld für Geschenke ausgeben. Und das Fest selbst? Die Bundesregierung will Weihnachten im engsten Familien- oder Freundeskreis auf maximal 10 Personen plus Kinder beschränken. Für 70% der Deutschen geht das in Ordnung. Genau, man sollte mit der Familie feiern, keine Frage. Aber dann bitte trotzdem darauf achten, dass die Abstände eingehalten werden und nicht rumknutschen und umarmen. Und natürlich würde ich es aber vielleicht noch in Betracht ziehen, bei gefährdeten Personen, so Älteren, die wirklich anfällig dafür sind, vielleicht da mal auch trotz Weihnachten dann noch auf Abstand zu bleiben. Aber sich blicken lassen würde ich auf jeden Fall. Also bei uns fallen die traditionellen Weihnachtsfamilientreffen aus. Ganz klar, weil wir eine ziemlich große Familie sind und da mehr als 20 Personen aufeinandertreffen würden. Und das können wir dieses Jahr einfach nicht riskieren, dass da irgendwas passiert. Dass sich Familien nicht daran halten, dass Weihnachten und oder Silvester zu Spreader-Treffen werden, das ist die Befürchtung. Auch von CDU-Fraktionschef Brinkhaus. Er warnt davor, an den Feiertagen das Erreichte zu verspielen, glaubt eher noch an eine Verschärfung der Maßnahmen. Bundesländer wie Berlin und Schleswig-Holstein sehen das ähnlich und scheren aus. Sie wollen die Kontakte auf 5 Familienmitglieder plus Kindern beschränken. Weil wir 10 Personen plus eine unbegrenzte Anzahl von Kindern einfach für zu viel halten. Ich gönne jedem Weihnachten. Ich bin auch der Auffassung, dass der Staat sich nicht einmischen sollte. Aber mit so einer Ansage auch Menschen quasi dazu aufzurufen, in großer Zahl auch solche Feste zu feiern, das halte ich persönlich für den falschen Weg. Einen Weg aus der Krise suchen kulturschaffende Hoteliers und Gastronomen. Ihre Situation düster. Stiller Protest, so nennt ein Frankfurter Kneipenbesitzer seine Panda-Gäste. Dort, wo sich sonst Menschen begegnen, sitzen nun Plüschtiere, damit es nicht so traurig aussieht, sagt der Gastwirt. So müssen Durchhalteparolen für Optimismus sorgen. In einem Passauer Schaufenster heißt es, alles hat ein Ende, auch schlechte Zeiten.